Park. Ich liebe bislang alle. Was? Okay, Soldier Nummer 11. Was geht bei dir? Boah, sei du nicht auch noch cool. Fucking hell. Was zur Hölle? Okay, Rainer. Drücke im richtigen Moment den Basisangriff. Und was ist der richtige Moment? Wenn er mich angreift, er greift mich ja nicht an. Hä? Also was ist der richtige Moment? Ach so! Wenn wir einfach mehrere Attacken machen, dann bekommen wir Feuerschaden noch mit dazu. Das erklärt einiges, okay. Dann bekommen wir noch einen verstärkten Angriff und der... Oh, okay, also unsere E-Tag ist dafür da, damit wir Burning Damage machen mit unserer normalen Attacke. Verstehe. Okay, mal direkt schauen, was ihre Ultimate drauf hat. Die lädt sich nämlich eh ziemlich schnell auf. Ja, scheiße, ich find sie auch cool. Ich find sie leider auch ziemlich cool. Okay, was heißt leider, ne? Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ich find sie auch giga cool gerade. Ben. Also Ben ist halt auch aber ein MVP, muss ich sagen. Ben ist ein fucking MVP. Okay, komm. Dann bitte mal den hier machen. Okay. Eine kleine nette AOE-Attack. Nicht allzu viel Range, aber schon noch immer eine halbwegs gute. Ja, was soll ich sagen? Es ist geil. Es ist straight up geil. Ben, zieh durch, Jungchen! Was hat der jetzt gemacht, Junge? What the fuck? Das war kein Dodge, okay? Mit dem Dodge muss ich noch ein bisschen klarkommen. Das Timing ist auf jeden Fall ein bisschen anders als wie zum Beispiel bei Wuba. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Vielleicht bin ich auch einfach nur Giga-Arsch. Also Ben ist auf jeden Fall aber bislang GOAT. Ben ist bislang schon GOAT. Soweit ich verstanden habe, by the way, will man das Team so aufbauen, dass man einen DPS hat, der halt für die Angriffe zuständig ist, einen Schocker, beziehungsweise Stunner und einen Supporter. Ich weiß nur noch nicht ganz, wer jetzt wo am besten ist, da habe ich mich jetzt noch nicht informiert. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen, weil ich liebe, wie gesagt, ziemlich... jeden bislang. Und Lycaon wird wahrscheinlich auch ziemlich cool werden, würde ich mal guessen. Scheiße. Fuck. Ey, bitte, gib mir einen von den drei. Gib mir einen von den drei direkt am Anfang. Bitte, wirklich. Also, ich bin direkt größter Fan. Wirklich, Mann. Gedrückt halten. Ja, finde ich halt auch giga cool jetzt schon. Finde ich halt jetzt auch schon giga cool. Scheiße. Fuck. Okay. Oh, die E kann man auch gedrückt halten. Oh fuck, ich bin jeden cool. Kann ich nicht einfach direkt jeden bekommen? Bitte. Wär doch schon cool, oder? Also bei ihm will man auf jeden Fall Hold attacken. Sie will ich, by the way, auch unbedingt bekommen. Ich liebe sie. Also ich liebe bislang... Scheiße, ich liebe bislang jeden. Fuck, was mache ich? Das ist die, die wir schon haben. Die hat auf jeden Fall wilde Attacken drauf. Ach so, du bist doch hier. Mhm. I'll eliminate any obstacles. Wirkt eher Single-Target-Based seine Ult, aber ich mag sie. Also für AOE wirkt sie jetzt nicht gerade useful, sage ich mal. Man muss auf jeden Fall auch beachten, dass man nicht einfach nur spammen sollte bei ihm, sondern wirklich auch drauf gehen sollte, dass man die Hold-Attacks macht. Hm.
Okay, ihren Playstyle mag ich jetzt auch nicht allzu sehr, wenn ich ehrlich bin. Das ist so der zweite Charakter, wo ich so sage, nee, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Incoming threat. Aber die Kombi ist schon ziemlich cool gerade. Ja, nee, also what the fuck. Finish him, boy, finish him. Also, wow. Die Charaktere sind richtig nice. Die Charaktere sind richtig hart nice. Boah. Echt schwer jetzt zu sagen, wer am coolsten war. Ich glaube, ich würde so ranken. Also vom Design wisst ihr ja schon, hätte ich jetzt gesagt 1, 2, 3. Auch wenn alle close sind, aber vom Playstyle 1, 2, 3. Ich glaube, ich würde das dann so ranken. Aber wie gesagt, alle giga, giga cool. Alle giga cool. Da kann man auch theoretisch schon summonen. Das ist auch mit den Basics hier möglich. Okay. Das ist dann mit den vergoldeten bzw. versilberten möglich. Verstehe. Und da kann man auch testen vielleicht? Oder geht das nicht? Ich würde nämlich schon gerne auch mal austesten, wie du jetzt abläufst. Und wie das jetzt aussieht generell mit dem Summon-System. Okay, nach 90 ist ein S-Rank bzw. ein 5-Star garantiert. Wahrscheinlich halt wieder mit dem altbekannten Pity-System. Signalladen ist dann hier. Das ist also sozusagen der Shop. Da bekommt man auch wieder sozusagen die monatlichen Free-Sachen. Natürlich gibt es hier auch die ganzen Sachen, die man sonst auch in den anderen Gachas holen kann. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier rein mit den normalen Basic-Sums. Da habe ich nämlich momentan 2 Multis ready mit. Mal einfach schauen, wie das abläuft hier. Und wie man überhaupt was erkennt. Da ist es! Warte, was? Ist das garantiert gewesen? Nach halt Typ 1. Soldier 11, what the fuck? Leider keiner von den dreien, die ich mir gewünscht habe, aber Soldier 11 auch giga nice. Nehme ich. War das garantiert? Bei ihr einen Dupe zu bekommen, juckt mich nicht allzu hart. Billy Kid, let's go. Okay, also das ist schon crazy first sum, oder? Ja, da bekommen wir halt noch die ganzen Waffen sozusagen. Also das war schon ein guter Multi, würde ich sagen jetzt, oder? Es war schon ein guter Multi, also Soldier 11 zu haben, klingt schon mal relativ nice. Von ihr einen Dupe zu haben, ganz nett. Und von ihm was zu haben, auf jeden Fall auch ganz nett. Hey, let's go. Let's go. Das war... Oh, warte, was? Bin ich gerade verloren? Also nur 5-mal ist das mit dem 20% weniger bezahlen möglich. Aber... Das hat nicht in den Pity reingezählt. Wait, what? War ich wirklich einfach nur lucky vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich gebe mich mal zufrieden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt dann wirklich halt mit dem Account weiterspielen werde oder ob ich resetten werde und mir dann halt statt Soldier 11 irgendjemand anderen von den dreien, die ich halt haben wollen würde, lieber holen werde. Eventuell gebe ich mich damit zufrieden. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber einfach mal schauen, was hier im zweiten Multi vorhanden sein wird. Man sieht also direkt auf dem Display, wenn da halt ein S-Rank mit dabei ist. Wir haben zweimal A und ansonsten alles B. Okay. Ist das ein A-Rank? Ne, B-Rank steht da rechts dabei. Okay, Piper Wheel, neuer Charakter. Flexion Identität. Verstehe. Das ist auch ein B-Rank. Gibt es überhaupt A-Rank-Stuff, den man hier bekommen kann von den Modulen her?
Weil bislang habe ich, glaube ich, wirklich nur B-Rank bekommen bei denen. Deshalb ich einfach mal schätze, dass die A-Ranks halt generell einfach die Charaktere sind. Ich habe sie sogar zweimal bekommen, okay. Da kann ich eh schon skippen, das war's dann. Okay, zweimal sie bekommen. Fein, vollkommen fein. Let's go! Ey, giga cool. Vor allem, dass das jetzt anscheinend wirklich reingezählt hat, alles hier auch. Mit dem S-Rank. Ansonsten kann ich hier halt auch noch auswählen. Da habe ich halt jetzt, wie gesagt, keinen meiner drei Favorites bekommen. Muss ich noch schauen, wie ich das mache. Aber ich werde jetzt vorerst mal sie auswählen, weil ich feiere sie sehr, sehr hart, muss ich sagen. Ich feiere sie sehr, sehr hart. Ja, gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter rein in die Story hier. Nachdem ich hier mal alles weggemacht habe. Was gibt es denn hier nochmal? Stimmt. Kann ich da schon... Ah ja, stimmt, ich kann ja Sachen equipen auch natürlich noch. Beim Chor gebe ich dir einfach mal... Das Bestmögliche, was ich habe, ist das gut? Ah, das ist halt der einzige A-Rank, dann nehme ich das mal. Dann werde ich... Nicole habe ich auch, what the fuck, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann werde ich Piper nutzen vielleicht einfach mal. Weil bei ihr habe ich jetzt hier zwei Constellations freigeschalten, beziehungsweise stimmt eine. Die eine war ja generell, dass ich sie überhaupt bekomme. Da kannst du dann gerne einfach mal irgendwas bekommen. Ich habe da jetzt noch nicht allzu viel Ahnung, werde mich aber auf jeden Fall noch damit auseinandersetzen. Und als letztes werde ich dann Susie reinnehmen. Nicole meine ich natürlich, sorry, mein Fehler, bitte nicht schlagen, Mann. Was ist dann überhaupt mit dem hier? Oh, okay, das sind sozusagen die Artefakte dann, die man machen kann. Okay. Generell kann ich mein Team aufbauen. Achso, warte mal. Bei denen kann ich natürlich auch noch Stuff reinmachen. Ja, ich finde das alles richtig cool eigentlich bislang. Oh, warte mal, da gibt's... Oh! Constellations habe ich bei denen noch. Verstehe, deshalb leuchtet es da auf. Und bei ihr auch. Man kann auch direkt drüber switchen so. Mhm. Ja, wirkt auf jeden Fall alles relativ nice hier. Wo kann ich jetzt genau mein Team bauen? Das sind nur die Erfolge. Upsi, verklickt. Aber das sind nicht die Sam-Sachen. Das sind nur die, womit man die Sam-Sachen bekommen kann. Warum sage ich Sam-Sachen? Und im Laden gibt es dann halt nur die Empfehlungen und alles. Okay, klar. Aber wo ist mein Team? Oder kann ich mein Team... nicht zusammenstellen gerade. Ich werde es auf jeden Fall noch herausfinden. Aber gut, ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Wir waren hier jetzt eh schon ziemlich beschäftigt. Es gab sehr viel herauszufinden, aber auch, muss ich sagen. Aber gut. Ja, alles gut. Neuer Auftrag. Wir haben noch Explore und Combat. Würde ich gerne auch beides mal ausprobieren. Kampf. Logistisches Malheur. Okay, und da kann ich dann mein Team reinmachen. Natürlich werde ich sie einmal reinmachen. Oh, warte mal. Warum bin ich gerade dumm? Ich will sie equippen. Ah, da unten nicht. Also, da rechts versteckt, Bruder. Achso, wir können den Agenten auch hochstufen direkt. Mhm. Ja, komm. Dann machen wir dich natürlich direkt voll. Ist nicht umsonst mein 5-Star. Dann ist sie auf 10. Muss ich die anderen auch hochleveln oder wie sieht's da hingehend aus? Da habe ich gesagt, nehme ich sie mal mit und probiere sie aus. Und last but not least nehme ich diese nette Lady hier noch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so rein. Dann gehen wir einfach mal ganz, ganz frech und gediegen hier rein. Mal schauen, was das jetzt für uns bereithält. Soldier Level auf jeden Fall cool. War ich schon sehr. Jetzt noch kurz den Sound zurücksetzen. Und das ist einfach nur so, dass wir direkt einfach schön reinfighten die ganze Zeit. Das ist sozusagen ein kleiner Gegner-Rush oder so. Würde ich jetzt jedenfalls mal guessen. Mhm. Sind das auch schon alle oder kommen dann noch welche nach? Das ist halt auch eine berechtigte Frage, würde ich behaupten. Let's go. Roger that.
Let's go. Reiner. Und finish. Oh, ich habe leider nicht richtig gedodged gerade. Mein Fehler. Also Soldier Level und der Fire Damage ist halt schon insanely cool. Schöner Dodge. Ausnahmsweise mal. Ah, ich wusste nicht, dass das eine Sprungattacke ist, du kleiner Wichser. Oh, ich glaube, der wäre fast implodiert gerade. Ich glaube, der wäre fast implodiert einfach. Was zum Fick? Was zur fucking Hölle? Aber okay, weiter geht's. Ich glaube, ich spinne. Ich muss mich nur anmelden oder so. Registrierung der Informationen der Beteiligten. Protokoll zu Verbrauchermaterialien. Registrierung der beteiligten Vermögenswerte. Was? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich dachte schon, da kommt ein Etheral. Okay, alles gut bei dir, Bro? Achso, nee, alles gut beim Fahrer, Bro, meine ich natürlich. Das System wieder doppelt Aufträge vergeben hat. Ich bin da dich ja schon. Du tauchst erst dann auf, wenn schon alles erledigt ist. Wow. Der Fahrer hat schon mit der ersten Gruppe von Evakuierten. Was? Wer hat sie. Also, wer hat den evakuiert sonst, hä? Okay. Wahrscheinlich ist er ins Krankenhaus gegangen, um sich untersuchen zu lassen. Alles klar, ich hau dann ab, sobald dieses Formular ausgefüllt ist. Willst du auf mich warten und wir gehen dann gemeinsam zurück? Nee, du hast noch einen anderen Auftrag? Na dann ran an die Olga, let's go. Lakritze, Kürbis, Schweinebauch, Waldpilze, was soll das alles bedeuten? Okay, Bro. Okay, Bro. I get it. Miserabel geht's dir, Homie. Mieser fucking Rabel. Aber gut, abschließen. Dann haben wir das ja schon mal ziemlich gut geschafft. Das ist also so ein Kampf-Area-Bereich einfach. Abschluss des Auftrags überprüft. Informationen archiviert. Okay. Und dann Exploration. Let's go. Die ultimativen Sammelfiguren. Natürlich nochmal mit demselben Team wie zuvor. Let's go. Rando! Din. Okay, let's go. Commission objective, find the missing W engine crate. You have reached the location. I'm trying, bro. No targets matching the description have been ja, lass mich aber weiterfahren. Let's check the area. Okay, nee, danke. Ich hab das mit den Erklärungen jetzt schon gerafft. Das ist eh nur eine gerade Linie, die wir fahren können, ja? Das ist ein kleiner Switch. Oh, da gibt's noch eine neue Route. Da verpasst man dann aber. Nein, ich will das nicht, bitte. Ja, da verpasst man es nicht. Man kann auch so easy rüber. Okay, man muss den Fight nicht eingehen. Verstehe. Let's go. Oh. That must be the target. Ja. We can get out of here as soon as we find it. Und wie komme ich da genau hin? Ja, gegen den muss ich kämpfen. Da gibt's keinen Weg drumrum.